Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafustime. So, und hiermit herzlich willkommen zu World of Tanks. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es gibt Dreifacherfahrung. Gab's, glaube ich, gestern auch schon, nur da hatte ich leider keine Zeit zum Aufnehmen. So, was haben wir hier? Deine mindestens 2000 Schadenspunkte aus und zerstöre drei gegnerische Fahrzeuge. Ah. Ha. Okay. Hier einfach mit diesem vorhandenen Fuhrpark spielen. Okay, gut. Ja. Gut, ich würde sagen, als nächstes... Weiß nicht, eventuell diese Waffe. Aber ich glaube eher motormäßig mal. Ich meine, die ist eine kleine Spur genauer, hat einen 7 mm höheren Durchschlag, der Rest ist eigentlich gleich. Ja, brauchen wir aber für den nächsten Turm, aber ich bin noch unentschlossen. Wahrscheinlich werde ich eher den Motor zuerst mal machen, damit wir da ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ja, da Kanal auch gerade wieder erstellt worden. Einfach rein. Und dann machen wir das schon. Und jetzt nicht viel rumquatschen, sondern gleich rein ins Gefecht. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und hier sind wir auch schon wieder. Ja, 7er-Gefecht. Okay, 7er kann man nicht direkt sagen. Gibt zwei 7er drin auf jeder Seite. Plus eine 7er-Artillerie. Hauptsächlich 6er und 4er, 5er drin. Schauen wir mal, ob man da irgendwie was reißen oder so herum. Gut, ja, mit meiner Kanone müsste ich eigentlich beim IS nochmal durchkommen. Ja, da darf er aber nicht angewinkelt stehen. So, vielleicht habe ich ja Glück und der fährt da drüben. Aber es sieht eher so aus, als wenn dort die ganzen Schwachen fahren würden. So, hauen wir uns mal in die Stadt rein. Ich hoffe, das sieht mich jetzt nicht dafür. Vorsicht. So, da ist unser Vorgänger. Da unten ist mal der AMX, der 12-Tonner. Okay. Schmeißen wir uns auch mal kurz darüber. Schauen wir mal, ob da irgendwie was geht. Nein, das sehe ich nicht sehen. So, der hat den schon unter Beschuss mal. Der steht auch irgendwo anders. Ich glaube, ich wage mich noch ein bisschen vor. Ja, wir haben eh schon ein paar abgeschossen. Ich habe bis jetzt noch keinen direkt gesehen. Hat mich aber zweimal erwischt, die Sau. So, sieht schon mal gut aus, dass wir das erste Mal gewinnen. Ja, leider habe ich da nicht viel dazu beigetragen. Es
Kampfgeschehen war leider ganz woanders, als wo ich herumgefahren bin. Da hinten steht die Artillerie. Okay. Es leben eh nur mehr zwei, das sind einer nur mehr. Der steht auch irgendwo da drüben. Ja, das war's dann eh gleich. Panzer 4, 200 Leben nur mehr. Tja, das war's. Tja, leider kein. Ja, das war's. Leider kein so berauschendes Spielchen, aber naja, immerhin gewonnen. Ja, schade. Hätte gern mehr gemacht. Damit wir da gleich ordentlich einen Dreierbonus abcashen. Aber naja, ein Schuss, ein Treffer, ein Abschuss, einmal Kette kaputt. Tja. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Oh Gott, ich glaube, da nehme ich wirklich den Motor, damit man da irgendwie mal ein bisschen vom Fleck kommen. Haben uns das erste Motor-Upgrade mal. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und hier bin ich auch wieder. So ein Sechsergefecht diesmal. Ja, jede Seite hat eine Vierer-Artillerie drin. Okay. Ich würde sagen, ach Gott, beweg dich doch vom Fleck. Hast du ein bisschen einen besseren Motor drin? Hauen wir uns da einfach da drüben am Berg rauf. Was? Sogar der M6 fährt schneller als ich? Oh mein Gott. Wie kann denn das sein? Da, der hängt mich ab. Da fahren jetzt alle rauf, ha? Ja, hat keinen Sinn, wenn ich da jetzt auch noch rauf fahre. Fahren wir halt darüber. Hier steht schon mal der Panzer 3-4. So. So immer auf mich, hm? Der ging nicht durch. Toll, der ging nicht durch bei der Su-100. Ich glaube, Junge, du verarscht mich, oder? Ah, jetzt schießt er wieder auf mich! Hör auf! So. Bleib ich hier stehen, bis jemand anders im Visier hat. Ja, ein Schuss noch mehr, ich bin eh schon wieder hin. Ja, KV-1S, rüber mit dir. Du hältst ein bisschen mehr aus. Da drüben ist einer. Na, dreh dich. So. Ach du Scheiße. Na. Das wär's ein Panzer. Komme ich da aber nicht rein. Puh. Ne, ich traue mich dann jetzt nicht doch nochmal vorfahren. Ich kenne das Spiel. Zack, ein Schuss und ich bin wieder hin. Na, scheiß drauf. Das geht mal einfach was. Der guckt irgendwo da hinten rum, ich sehe ihn nicht. Da ist er schon hin. Boah, das wird schon wieder so ein Gefecht, wo wir dann so eindeutig gewinnen und ich wieder überhaupt nichts dazu beitrage. Hoppala.
Ach, das ist alles einfach nur quer rüber und passt schon so. Och Gott. Was ist denn das hier heute? So. Lass mich auf den ein bisschen schießen. Falls er nicht gleich auf mich schießt. Hm? So, ist der jetzt darüber gefahren? Hm. Tja, ich würde euch da echt gerne mehr zeigen, aber irgendwie entscheide ich mich heute immer für die falsche Richtung. Aber ist halt auch blöd. Niederlagen zu zeigen hat irgendwie keinen Sinn. Und solche Siege sind halt auch wieder so. Naja. Da hätte ich genauso gut irgendwo AFK rumstehen können. Ach, vielleicht erwische ich wenigstens den Typ 58 da hinten irgendwie. Also der Panzer, da gefällt mir auch überhaupt nicht. Die SU-100Y. Die hat irgendwie so einen viel zu hohen Aufbau. So. Lass mal halt was übrig, okay? SU. Na, wo fährt der hin? Mindestens ein Schuss bitte nur. Wo ist er? Wir haben sie nicht mehr. Was? Ich bin angekratzt. Was war jetzt? Achso, wie es aussieht, haben die einen Flaggenpunkt eingenommen oder was? Ach, echt schade. Ja, solche Siege ärgern mich eigentlich auch. Das ist für mich genauso wie eine Niederlage. Irgendwie, ja, Gold gewonnen, aber, ja. Ich konnte nichts dazu leisten. Das ist, ja, total ärgerlich. Ja. Ehrlich gesagt, verdient. Ich kann nur sagen, verdient. Verdient letzter. Kann man gar nicht anders irgendwie nennen. Das ist, ja. Ach, weiß nicht, ich weiß nicht. Nächste Mal da wirklich vielleicht den nächsten Motor nehmen. Vielleicht ist das Ding dann noch ein bisschen schneller, dass ich da vielleicht eventuell noch ein bisschen reagieren kann, mein 48. Aber bis der mal auf Touren kommt, der müsste aus dem Stand raus schon ein bisschen schneller fahren. Ja, gut, auf alle Fälle zweimal gewonnen. Ich meine, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, schreibt mir einfach mal ein bisschen Feedback dazu. Soll ich solche Siege auch weglassen? Oder wie, was, wann? Wie hättet ihr euch lieber? Ja, tobt euch einfach mal aus in den Kommentaren. Schreibt ein bisschen was dazu zu dieser Situation. Ja, mein Standpunkt kennt ihr ein bisschen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Ja, also macht's gut. Ciao, euer Grafus.